Laut Wikipedia bezeichnet der Begriff nicht nur die Form einer Unterhose oder ein Motorrad der Firma Kymco, sondern auch eine Subkultur im frühen 21. Jahrhundert. Was die Menschen, die heute in Erfurt unterwegs sind, mit dem Thema Hipster in Verbindung bringen, möchte ich jetzt herausfinden. Habt ihr schon mal das Wort Hipster gehört? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sagt mir nichts. Nein. Nee, sagt mir nichts. Noch nie gehört? Nein. Nee. Nee. Oft genug, ja. 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 Das könnte ein Tanz sein oder was. Was ist für dich ein Hipster? Jemand, der zu cool ist, um cool zu sein. Hipster sind, glaube ich, szeneaffine junge Leute, die sich modern kleiden, oder? Bin ich da jetzt komplett falsch? Naja, es ist sozusagen eigentlich was Dummes. Also eine dumme Bewegung. Wenn man das Wort schon mal bei Wikipedia mal gegoogelt hat, da gibt es zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal, das sind amerikanische Arbeiter gewesen früher. Und das andere zieht sich über, also sozusagen auf diesen Klamottentrend. Aber darum geht es eigentlich, dass man etwas macht, was eigentlich kein anderer macht. Deswegen ein Hipster ist. Und ich meine, wenn man sich umguckt, alle rennen heutzutage so rum. Deswegen ist es eigentlich genau das Gegenteil geworden. Also erstmal ein Berliner mit Vollbart, Klamotten aus dem Secondhand-Shop. Ja, und in meinem Café chillen den ganzen Tag. Ich würde sagen, sobald man versucht, genauso zu sein wie andere, beziehungsweise das auf Klamotten reduziert und einfach zum Beispiel das da vorne, das ist für mich zum Beispiel auch ein Hipster. Beschreib ihn mal bitte kurz. Ich würde sagen, Rucksack momentan mit Pennyboard, Cap, Criminal Damage Sachen. Würdest du dich selbst als Hipster bezeichnen? Nee. Nee, also sehr ungern. Eigentlich nicht, nee. Nee, gar nicht. Nein, kein bisschen. Nein, gar nicht. Nee, dafür bin ich zu alt. Dankeschön, das war's schon.